Hallo und willkommen zu einem weiteren Film auf dem YouTube-Kanal von XR Control. Heute stelle ich euch einen neuen, im Moment total gehypten Mikrocontroller bzw. ein Mikrocontroller-Entwicklungsboard von Raspberry Pi Limited vor. So heißt der Hersteller, den ihr mit Sicherheit von den Entwicklungsboards Raspberry Pi 2, 3, 4 und so weiter kennt. Genauer geht's hier um den Raspberry Pi Pico, der sich massiv von allem unterscheidet, was Raspberry bisher gemacht hat. Halt! Freunde, liebe Leute, bevor ihr jetzt abschaltet, so ein Mist, Elektronik und Mikrocontroller-Zeugs, habe ich keinen Bock drauf, kann oder will nicht löten, habe ich keine Ahnung von, ist nicht mein Ding. Gebt mir bitte, bitte die Möglichkeit, euch das Thema näher zu bringen, auf eine sehr einfache und durchsichtige Art und Weise, die auch dem totalen Einsteiger mundgerecht und verständlich serviert wird. Denn das ist möglich. Natürlich stellt sich für euch sofort die Frage, was kostet mich der Einstieg in diese Geheimwissenschaften, die mich technisch faktisch sofort auf Augenhöhe mit der NSA, NASA oder Lego bringen. Und das ist einer der geilsten Punkte in der Geschichte. Wir reden hier von einer Erstinvestition von ca. 10 bis 15 Euro. Mehr nicht, damit können wir bereits durchstarten. Tatsächlich sind es sogar nur ab ca. 5 Euro für das Mikrocontroller-Entwicklungssystem Raspberry Pi Pico. Ein notwendiges Micro-USB-Kabel werdet ihr wohl von eurem Handy haben. Bitte beachtet die Links unter dem Video, dahinter sind Produktempfehlungen, die ich auch bei mir kontinuierlich zum Thema einsetze. Es wäre übrigens nett, wenn ihr mir unter dem Video einen kurzen Kommentar zum Film schreibt. Das hilft mir, den zukünftigen Ablauf so zu steuern, dass ich ein möglichst breites Feld an Informationen in möglichst viele Zuschauer injizieren kann. Spart also bitte nicht an Freudesbekundung, Kritik und zweideutigen Angeboten. Ich weiß von vielen Zuschriften über diverse Kanäle, dass es da draußen einige von euch gibt, die zwar durch 3D-Drucker, Laser, Arduino und so weiter durchaus Kenntnis von der Existenz der geheimen Welt der Mikrocontroller haben, aber oft nicht das intime Zusammenspiel zwischen den kleinen schlauen Schnellrechnern und der daran angepappten Hardware, sei es jetzt Elektronik, Sensorik oder Mechanik, verstehen. In diesem Film möchte ich euch einen sehr leichten Einstieg in die Technik und den Umgang mit selbiger vermitteln. Dazu sind faktisch keinerlei oder sagen wir mal sehr wenig Grundkenntnisse notwendig. Lesen und zuhören können wäre zum Beispiel durchaus ein Vorteil. Es muss nichts gelötet werden und ihr werdet auch nicht mit unnötigen Informationen belästigt, die nur zu Verständnisschwierigkeiten und erstmal unnötig vielen weiteren Fragen führen. Erst wenn ihr Blut geleckt habt, und das hoffe ich mit diesem Film zu erreichen, kann man tiefer in die Materie einsteigen. Aber für das erste schnelle Erfolgserlebnis ist das nicht notwendig. Mir ist klar, dass dieser Film nichts für den Insider der Szene oder den gewieften Elektroniker und oder Software-Spezialisten ist. Diese soll der Film auch nicht bedienen, sondern nur die, die schon lange vorhaben, irgendwie mal einfach in die Technik reinzuschnuppern und schauen wollen, ob das was für sie ist. Ich kann euch versprechen, wenn ihr die erste Dose genossen habt, werdet ihr abhängig. Also Vorsicht! Wissen und Verständnis kann die Kraft von Sex entwickeln, glaubt's mir. Warum aber jetzt dieser Film zum Thema und warum jetzt gerade der Raspberry Pi Pico? Es gibt ja noch unzählige andere Mikrocontrollersysteme, wie die ganzen Arduinos, die in den 3D-Druckern wohnen. Die 32-Bit-ARM-Controller von STM, die sich immer öfter um den Platz in so einem Gerät prügeln. Oder die ESP-Controller von Espressif mit WLAN, Bluetooth und für Mikrocontroller-Verhältnisse sehr hohen möglichen Taktfrequenzen, die ihren Wirkungsbereich im IoT, also Internet of Things, finden. Oder winzige MSP32-Entwicklungsboards von Texas Instruments. Mein Gott. Es gibt so derart viele unterschiedliche Varianten und Typen, dass einem schwindelig werden kann. Hinzu kommt der Umstand der notwendigen externen Elektronik und der viele Programmiererei. Und der Einsteiger ist damit derart überfordert, dass er sich oft sofort wieder umdreht und das Thema und den Einstieg erneut verschiebt und neidisch auf YouTube sieht, was andere bereits alles Tolles gebaut und erschaffen haben. Freunde, damit ist hier und heute Schluss. Denn ihr habt faktisch zum ersten Mal die Möglichkeit, so unglaublich einfach und schnell ohne Ballast in die Technik einzusteigen, wie es bisher eigentlich unmöglich war. Der Grund, warum das so ist, ist die neue Generation an Entwicklungssystemen auf der Hardware-Seite und die ebenso nicht ganz so neue Möglichkeit, die Hardware, also die Mikrocontroller-Entwicklungssysteme, zu programmieren. Dazu muss man Folgendes wissen. Bisher war es so, dass der Mensch mit Mikroprozessoren oder Controllern etwas erschaffen wollte, über eine ordentliche Portion Hardwarewissen, enorme Elektronikkenntnisse und bestenfalls topfit in der Programmierung von Assembler, also Maschinensprache, oder C++ ist. Gehört habt ihr wahrscheinlich schon davon. Das alles ist jetzt nicht mehr zwingend notwendig.
Neue Technologien und Softwarekonzepte sorgen dafür, dass bereits Grundschüler in den erlauchten geheimen Kreis der Tüftler und Bastler eintauchen können, ohne zwangsläufig über den IQ von Stephen Hawking oder das offenbar allzeit verfügbare und umfassende Wissen der Enterprise-Besatzung zu verfügen. Ein gutes Beispiel ist, ihr wisst alle, wie ein Toaster funktioniert und könnt diesen professionell mit all seinen Funktionen bedienen. Wie er drin funktioniert, was sich hinter dem Plastik und Blech verbirgt, wissen wir nicht, interessiert uns nicht, kann uns auch egal sein. Wir können ihn bedienen und er tut das, wofür er da ist. Punkt. Genauso oder ähnlich ist es mit der Kombination moderner Mikrocontroller und der Kommunikationsmöglichkeit, um mit diesem neunmal klugen, schnellen Bengel zu interagieren, ihm also vorzuschreiben, was er zu tun hat, nämlich der Programmiersoftware. Das Mikrocontroller-Entwicklungssystem ist in diesem Fall der Toaster mit seinen internen Funktionen, wie auch immer die geartet sind. Und die Taste, um den Toast ins Gerät fallen zu lassen, der Drehregler für die Temperatur, bei der das Aas gegrillt wird, ist die Software. So einfach ist das, mal grob betrachtet. Damit ihr einige Bezeichnungen zuordnen könnt, fangen wir gleich mal mit einer einfachen Erklärung an. Für uns relevant gibt es erstmal Mikroprozessoren und Mikrocontroller. PCs, wie ihr sie kennt, sind grundsätzlich mit Mikroprozessoren ausgestattet, also dem Hirn des Computers, meistens von Intel oder AMD. Das ist der Teil des Computers, der zum Beispiel euer Terrain für Battlefield berechnet oder die nötigen Daten für den Webbrowser bereitstellt. Das macht der eine Mikroprozessor schneller, der andere langsamer. Damit er das kann, benötigt ihr eine Menge externe Hardware. Die wichtigste dabei ist der interne Speicher, also das RAM. Ihr kennt das als Platinstreifen, die in Slots gesteckt werden. Dieser wird zum Berechnen von Daten verwendet. Und externer Speicher in Form von SSD-Flashlaufwerken, USB-Sticks oder mechanische Festplatten auf Magnetscheibenbasis. Das sind Mikroprozessoren, mehr müssen wir über die Dinger nicht wissen. Auf der anderen Seite gibt es die Gattung Mikrocontroller von unserem heutigen Hauptthema. Diese Mikrocontroller sind im Prinzip ebenfalls Mikroprozessoren, wie ihre dicken, um Luft und Strom kämpfenden Kollegen von AMD und Intel. Mit dem imposanten und maximale Erregung auslesenden Vorteil, dass sie die gesamte externe Hardware ihrer Kollegen bereits in der Hosentasche habe, also on board sozusagen. Das heißt, sie verfügen bereits im Mikrocontroller innen drin über internen Speicher, also RAM, und externen Speicher, also einen Flash-Speicherbereich. Alles auf einem einzigen Baustein. Das geht sogar so einfach und simpel, dass man einfach an einige der Varianten eine Batterie anschließt, wohlgemeint einfach nur an den kleinen Mikrocontroller ohne Platine, ohne alles, und das Ding läuft los und arbeitet wie im Übergeholfen stur ein Programm ab. Das ist also ein Mikrocontroller, das macht ihn für uns simpel einsetzbar, ohne großen Elektronik-Schnickschnack, vorerst. Denn hier gilt auch wie bei Frauen, alles kann, nichts muss. Ich habe bereits mehrfach den Begriff Mikrocontroller und Mikrocontroller-Entwicklungssystem verwendet. Der Mikrocontroller ist nur der eigentliche Prozessor, also das IC, der Schaltkreis. Kleines schwarzes Ding, sieht aus wie ein erstarrter Käfer mit wenigen oder ganz vielen Füßen oder Kontakten, mit allem, was ich gerade an Speicher und so weiter erwähnt habe, in ihm drin. Um ein Mikrocontroller-Entwicklungssystem handelt es sich im Gegensatz dazu, wenn dieser kleine schwarze Kerl nicht einfach irgendwo nackig rumliegt, sondern sich wohlgeordnet auf einer kleinen Platine befindet, mit der wir deutlich besser umgehen können, da sich dort dann auch noch einige hilfreiche Bauteile drauf befinden. Damit sind wir mit dem notwendigen Grundwissen durch und ich erkläre nur noch, warum ich jetzt hier den Raspberry Pi Pico, von nun an kurz Pico genannt, vorstelle und nicht einen beliebigen anderen seiner Brüder oder Schwestern. Nun, ursprünglich war dieser Film mit dem ebenso preiswerten und populären Seed Studio Chao gedacht. Technisch gesehen ist er dem Pico sehr ähnlich, basieren doch beide auf ARM-Technologie. ARM heißt das britische Unternehmen, wenn es denn noch britisch ist, welches sozusagen den Grundstein für diesen Mikrocontroller-Typ vor ewigen Zeiten gelegt hat. Bei ARM kann man Lizenzen für die Technologie erwerben, bekommt dann sozusagen eine Vorlage, wie die Technik funktioniert und kann dann, je nach Lizenztyp und Lust und Laune, an der Vorlage rumbasteln, weiterentwickeln und den kleinen Käfer selber produzieren oder irgendwo produzieren lassen. Denn ARM ist nur der Lizenzgeber, produzieren tun sie nichts. Zu den namhaften Lizenznehmern, die basierend auf der ARM-Technologie ihre eigenen Mikrocontroller vermarkten, gehören zum Beispiel Intel, AMD, Apple, STM, Broadcom, Qualcomm, Microchip mit ehemals Atmel und viele, viele andere. Alle basieren auf derselben Kerntechnologie. Zum ursprünglich geplanten Seed Studio Chao habe ich das Projekt erstmal geparkt, da wird es ein gesondertes Projekt geben, bei dem der Rechenzwerg eine treffliche Symbiose mit den Erzeugnissen aus dem 3D-Drucker eingeht. Hatte ich schon erwähnt, dass Mikrocontroller-Entwicklungssysteme und 3D-Drucker unglaubliche Bros sind? Fast schon auf einer übernatürlichen, intimen Ebene.
Wir beginnen die ersten Schritte genau mit dem hier vorgestellten Pico, weil, nicht weil er was besser oder anders kann als alle anderen Mikrocontroller, sondern nur, weil er ein Produkt von Raspberry ist und das ist bereits alles, was notwendig ist. Das Thema warum ist noch komplexer und langatmiger und interessiert uns jetzt nicht. Geht einfach davon aus, dass es seine Gründe hat. Das lange Intro war notwendig, um euch einen kleinen Einblick in das Thema zu geben. Aber diese Informationen waren bestimmt verständlich, einfach und ohne große technische Belastung. Freunde, so, Butter bei der Fische. Wir starten vorsichtig in Richtung erotisierende Erfolgsergebnisse. Wir haben also den Pico vor uns liegen. Wie geht es jetzt weiter? Was benötigen wir jetzt exakt zum Starten des Projekts? Einen PC oder Laptop mit USB-Anschluss setze ich mal voraus. Ein Micro-USB-Kabel, zum Beispiel von einem Handy, wird wohl ebenfalls vorhanden sein. Unter dem Video gibt es einen Link zu solchen Kabeln von Anker, die ich immer für solche Zwecke einsetze und die niemals Stress machen. Und natürlich den eigentlichen Protagonisten, den Pico. Plus eines kleinen Software-Editors, den wir uns kostenfrei aus dem gerade neuartig entstandenen Internet runterladen können. Das ist jetzt wirklich nicht viel, oder? Auf dem Pico-Board finden wir neben dem eigentlichen Mikrocontroller noch diverse andere Bauteile und viele Anschlüsse, auch Kontakte genannt, die mehr oder weniger wichtig sind. Wenn wir uns eine Übersicht zu allen Anschlüssen und Funktionen anschauen, erschlägt uns diese Vielfalt erstmal und wir blenden den ganzen Kram mal aus und schauen uns vorerst für die ersten Schritte nur das Nötigste an. Kleine Ziele setzen ist hier das zum Erfolg führende Geheimnis. Ihr seht ja im linken Bildschirmbereich den Pico, der bereits mit Arbeit beschäftigt ist und sich einen Dreck um uns schert, während ihr meiner erotischen Stimme lauscht, die vor allem Frauen wahrscheinlich gerade ordentlich nervös macht, kann ich nachvollziehen, das bin ich gewöhnt. Der Pico jedenfalls arbeitet gerade stur ein Programm ab. Er lässt nämlich in einem zeitlich definierten Rahmen eine LED blinken. Und wenn wir das nicht irgendwie stoppen, wird er das unendlich so weitermachen. Dieses einfache LED-Blinken wird von Entwicklern gerne als Hello World-Programm bezeichnet und oft eingesetzt, um den Erstkontakt mit einem neuen Mikrocontroller herzustellen. Das heißt, in dem Mikrocontroller läuft ein kleines Programm, was nichts anderes tut, als eine LED blinken zu lassen. Aber schauen wir kurz auf das Pico-Board. Lasst euch bitte nicht von den Bildern der Technik abschrecken. Glaubt mir, die drehen alle nur auf und machen einen ordentlichen Dicken und sind totale Angeber und Aufschneider. Die kochen alle nur mit Wasser und es genügt ein winziger kleiner Anstoß und man versteht, um was es geht. Auch ich, wenn ich das erste Mal so ein Board sehe, weiß ja auch noch nicht, was Phase ist und ich muss mich erstmal in diesen technischen Plunder reinfuchsen. Oft haben diese Mikrocontroller-Platinen ob ihrer aufgepappten Technik erstmal eine abschreckende Wirkung in der Form, aber hallo die Waldfee, das begreife ich ja nie. Keine Angst, ich weiß das. Glaubt mir, alles nur mehr Schein als Sein. Und kommt mir nicht mit Ausreden von wegen, ich bin zu alt, ich habe keine Zeit, ist mir alles zu kompliziert und so weiter. Alles Blödsinn, alles Ausreden. Für Leute, die eigentlich meinen, ich will nicht. Geht immer davon aus, dass diese Technik von Menschen für Menschen gemacht ist und deswegen auch von jedem beherrschbar ist, wenn er dann will. Schauen wir uns also das Pico-Board mal etwas genauer an. Die kompletten technischen Daten gibt's später im Film. Ich will euch damit nicht gleich belasten. Als erstes sehen wir einen Micro-USB-Anschluss. Das ist der Port, mit dem wir den Pico per Micro-USB-Kabel mit dem Computer verbinden können, um ihn mit der nötigen Betriebsspannung von 5 Volt und vor allem mit Daten zu versorgen. Über diesen Port wird der Pico auch vom Computer aus programmiert. Die einzige Möglichkeit, damit der Pico mit uns vorerst direkt kommunizieren kann, ist die auf dem Board aufgelötete LED, die ihr ja links im Bild bereits blinkend seht. Ganz gut, dass die da ist, damit kann man zum Beispiel signalisieren, dass der Pico irgendwas gerade tut. Und sei es auch nur eben, diese LED blinken zu lassen. An den beiden Außenseiten, unschwer zu erkennen, befinden sich viele Kontaktmöglichkeiten zurzeit noch ohne irgendwelche Pins. Also nur die nackten Platinenanschlüsse, 20 auf jeder Seite. Über diese Pins kann der Pico mit Spannung versorgt werden, falls das nicht schon per USB geschehen ist. Es können Signale von außen in den Pico eingelesen werden und auch Signale vom Pico-Board nach außen versendet werden. Das eine dient zum Beispiel dem Einlesen von Temperaturinformationen, Helligkeit, Bewegung oder simple Schalter und Taster. Zum anderen kann das Board über diese Pins nach außen zum Beispiel Licht einschalten, Relais schalten, eine Heizung steuern oder andere Dinge. Wir nennen das die I/O-Pins, also Input-Output-Pins oder in Deutsch Ein- und Ausgang-Pins. Für jetzt erstmal zum Schluss haben wir auf dem Board natürlich noch das Herz der Geschichte, den Mikrocontroller, genauer den Raspberry RP2040, eine Raspberry-Eigenentwicklung.
basierend auf der vorhin beschriebenen ARM-Technologie. Diese RP2040 ist einem ATmega 2560 oder einem Arduino Uno, welchen wir von anderen Basteleien her kennen oder aus dem 3D-Drucker, was die Rechenleistung angeht, brutal überlegen. Wie erwähnt, gibt es die exakten technischen Daten später. Viele der Anschlüsse des Mikrocontrollers RP2040 gehen direkt an die Kontakte der Außenseite der Platine. Aber nicht alle. Auch dazu später mehr. Das bisherige Wissen über das Pico-Board reicht jetzt bereits aus, um erstmal mit selbigen zu starten und die ersten Experimente durchzuführen. Ich weiß, dass ich bereits viel erzählt habe, aber bitte bleibt dran. Weiter zuhören hilft euch später auch, die Randdetails zu verstehen. Es entstehen dann einfach weniger Fragen. Sobald wir die erste Programmzeile geschrieben haben, wird die Theorie dramatisch weniger. Wie gehen wir jetzt also mit dem kleinen Kerlchen mit der Himbeere im Antlitz um? Wie bekommen wir es hin, dass er tut, was wir wollen? Ihr erinnert euch wohl, dass ich vorhin bei der Aufzählung der Dinge, die für den Erststart des Pico notwendig sind, am Ende den Programmeditor erwähnte. Genau der ist die Schnittstelle zwischen uns und dem Pico. Denn diese beiden verstehen sich hervorragend. Und da wir einen Editor bedienen können und bei dem hier Gewählten sozusagen ein Stein im Brett haben, verstehen auch wir uns super gut mit dem Pico. Wir gehören sozusagen automatisch zur Familie. Warum jetzt dieser Editor, der so nebenbei Tony heißt und nicht jeder beliebige andere? Nun, tatsächlich können wir jeden beliebigen Editor verwenden, sogar den einfachen Texteditor, den Windows mitliefert, und jeden anderen. Um das Weitere zu verstehen, müssen wir kurz über Programmiersprachen sprechen, nämlich Sprachen, die wir und der Pico verstehen und die exakt die Möglichkeit ist, mit dem kleinen Kameraden zu kommunizieren. Wie im richtigen Leben ist Kommunikation alles und löst Probleme ohne Krieg und Wutanfälle, meistens jedenfalls. In den Anfängen der Mikrocontroller-Technik war ein Mikrocontroller ein menschenunfreundliches technisches Teil, was nur mit Mühen und großem Um- und Querdenken bereit war, Befehle entgegenzunehmen. Denn die Technik kümmerte sich nur um sich selber, eine vernünftige Benutzerschnittstelle war nicht vorgesehen. Die dazugehörige Programmiersoftware bzw. Sprache, also Assembler, C, C++ und diverse andere, waren bemüht, dem Controller mundgerechten Programmcode zu präsentieren, ohne die Bedürfnisse des Anwenders zu berücksichtigen. Das heißt, der Controller war für sich selber da und die Programmiersprache nur für den Controller. Heute ist das zum Glück wesentlich besser geworden. Mikrocontroller sind mittlerweile so leistungsfähig, dass sie viel mehr die Bedürfnisse des Anwenders berücksichtigen können. Die Programmiersoftware ist jetzt für Menschen gemacht und funktioniert eher so, wie ein Mensch denkt und spricht. Das wäre jetzt das Stichwort für die Programmiersprache Python. Programmiersprachen wie C oder C++ sind die am meisten verbreiteten Programmiersprachen. Man kennt sie auch aus der Arduino-Programmierung und alle Firmware-Varianten der 3D-Drucker und CNC-Fräsen und andere Geräte wurden damit programmiert. Machen wir uns nichts vor. C++ ist nichts, was man eben an einem Wochenende lernt. Obwohl die Arduino IDE zum Beispiel schon alles sehr einfach macht und dem Anwender eine Menge Basisarbeit abnimmt. Assembler können wir gleich mal vergessen, das ist zwar die effizienteste aller Programmiermöglichkeiten, aber prozessorspezifisch schwer verständlich und es dauert Wochen und Monate, bis man mal was zum Laufen bekommt. Ich selber liebe Assembler und habe damals in der Zeitschrift Funkamateur ein Jahr lang einen Assembler-Kurs zu den ersten Atmel AVR-Mikrocontrollern veröffentlicht. Aber Assembler macht heute eigentlich kein Mensch mehr. Alle Programmiersprachen, die mit C zu tun haben, sind Compilersprachen. Das heißt, nachdem ihr euer Programm geschrieben habt, übersetzt ein Compiler euer Programm, auch Quelltext genannt, in den Mikrocontroller-spezifischen Assembler-Code, also in Maschinensprache. Das ist auch in der Arduino-Welt so. Der erzeugte Assembler-Code ist nicht auf andere Mikrocontroller-Typen übertragbar und muss jedes Mal neu übersetzt oder kompiliert werden. Tatsächlich etwas umständlich. Unser kleiner Freund, der Raspberry Pi Pico, beherrscht im Moment zwei Programmiersprachtypen. Zum einen C++, dafür gibt es ein sogenanntes SDK, ausgesprochen Software Development Kit. Also ein C++-Entwicklungssystem. Funktionell, aber anwenderunfreundlich bzw. einsteigerunfreundlich. Mein Gott, ich will doch nur ab und zu mal was mit einem Mikrocontroller machen, nur ein paar einfache Sachen, ohne dass ich gleich ein Informatikstudium benötige und mich um diesen ganzen Bums kümmern muss. Warum gibt es nicht was, wo man nur ein paar logische Zeilen eintippt und schon läuft die Chose? Ja, gibt es. Und zwar die zweite Möglichkeit, unseren Pico zu programmieren, nämlich die geniale Programmiersprache Python. Dieses Python wird nicht kompiliert. Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zu C++. Python ist eine Interpretersprache. Sie wird sofort so vom Pico entgegengenommen, wie ihr sie geschrieben habt. Und das auch noch in einer zumindest menschenähnlichen Sprache, wenn auch in Englisch.
Englisch werdet ihr sagen. Oh nein, kann ich nicht. Unter Umständen. Kein Problem. Ihr müsst hier keine Goethe- oder Schiller-Gedichte auf Englisch rezitieren oder komplexe englische Konversationen üben. Nein, nein, nein. Bei weitem nicht. Die englische Sprachsyntax bei der Programmierung umfasst nur sehr wenige Worte und beschreibt sehr einfach, was sie tut. Das lernt man sehr schnell, auch wenn man keinen Hang zum Angelsächsischen hat. Das werdet ihr gleich sehen. Zurück zum Editor Tony. Es trifft sich nämlich hervorragend, dass genau dieser Editor ein spezieller Editor für Python ist. Das heißt, er versteht Python direkt, kann prüfen, ob alles den Standards entspricht und euren Quellcode auf Fehler überprüfen, die er dann auch meldet. Wir sprechen hier von syntaktischen Fehlern und nicht von funktionellen, dafür seid ihr selber verantwortlich. Die Programmiersprache Python gibt es mittlerweile für alle Mikroprozessoren und Mikrocontroller. Dabei gibt es drei unterschiedliche Varianten. Python für den PC ist relativ groß im Umfang mit fast unendlich vielen Funktionen. MicroPython für kleine Prozessorsysteme und auch Mikrocontroller, allerdings mit reduziertem Funktionsumfang. Und zum Schluss CircuitPython für kleine Mikrocontrollersysteme mit noch mehr reduziertem Funktionsumfang. Warum drei unterschiedliche Varianten? Python funktioniert grob so. Auf dem Zielsystem, also dem Mikroprozessor oder Mikrocontroller, muss der sogenannte Python-Interpreter installiert sein. Dieser setzt euren Python-Quelltext, eine einfache Textdatei, in den eigentlichen Prozessorcode um. Alles in Echtzeit und sofort, mit sofortigem Ergebnis. Der Interpreter liest also Zeile für Zeile das, was ihr geschrieben habt, und versucht dem Prozessor, diese Befehle ausführen zu lassen. Mal mit Erfolg, mal nicht. Aber kein Problem, wir haben immer fast unendliche Versuche. Dieser Python-Interpreter ist ja selber ein Programm und das Zielsystem muss den Speicher dafür bereitstellen. Bei einem PC ist das natürlich kein Thema, bei einem Mikrocontroller schon. Hier haben wir deutlich weniger Speicher zur Verfügung, daher die Abstufung in den Versionen. Vielleicht gehe ich darauf in einem der nächsten Filme noch näher ein. Bei unserem Pico wählen wir Tor 2 und verwenden MicroPython. Klein und schlank, aber immer noch sehr leistungsfähig. Damit unser Pico Python verstehen kann, müssen wir den gerade besprochenen Python-Interpreter auf dem Pico installieren. Der wird einfach auf dem Pico kopiert und fertig. Ich zeige euch jetzt genau, wie man das macht. Der Raspberry Pico liegt also vor uns, wie versprochen, ohne vorher irgendwas gelötet zu haben. Der Pico ist jungfräulich, also nagelneu. Wir benutzen ihn zum ersten Mal. Aber auch wenn er schon in Betrieb gewesen ist, sind die folgenden Schritte gleich. Wir wollen den Pico ja mit der Interpreter-Programmiersprache Python betreiben, nicht mit C++. Dazu, wie bereits erwähnt, muss eine kleine Software, nämlich die Firmware mit dem Python-Interpreter, auf dem Pico geladen werden. Als erstes stecken wir das USB-Kabel in den PC. Der Pico darf noch nicht an der anderen Seite angesteckt sein. Auf dem Pico-Board befindet sich eine kleine Taste, die mit Bootsel, also Bootselector, beschrieben ist. Wir nehmen das Pico-Board in die Hand und halten diese Taste gedrückt. Jetzt stecken wir das Micro-USB-Kabel in den Pico, während wir die Taste weiterhin gedrückt halten. Nach 1-3 Sekunden sollte jetzt unter Windows ein Laufwerksfenster aufgehen. Das Laufwerk heißt RPI-RP2 und wird in meinem Beispiel als Laufwerk I eingebunden. Jetzt können wir die Taste auf dem Pico-Board wieder loslassen. Sollte sich bei euch das Laufwerksfenster nicht öffnen, startet bitte den Datei-Explorer und lasst euch das neue eingebundene Laufwerk anzeigen. Durch diesen Vorgang wurde das Pico-Modul als externer Datenspeicher erkannt, mehr erstmal nicht. Was wir sehen, ist sozusagen der Betriebssystemspeicher, auf dem noch nichts enthalten ist, bis auf zwei kleine Dateien, die der Pico standardmäßig vorhält. Die Textdatei info-uf2.txt enthält nun den Namen des Boards und die Version des Bootloaders. Was das genau macht und ist, kann uns erstmal egal sein. Wichtiger ist die zweite Datei, nämlich der Link index.htm, der letztendlich nur ein einfacher Link auf die Raspberry Homepage ist. Da klicken wir drauf und es sollte sich die Homepage von Raspberry öffnen, bereits mit der richtigen Kategorie, nämlich die des Raspberry Pico. Auf der Website scrollen wir etwas runter und klicken auf den Reiter Getting Started MicroPython. Wir sehen dann auf der Seite einen Link bzw. einen Download-Button, beschriftet mit Download UF2-File. Dieses File enthält die Firmware mit Python-Interpreter, die wir haben wollen. Einfach draufklicken und die Datei herunterladen. Auf der Seite wird übrigens die gesamte Installationsprozedur auch nochmal erklärt, sogar mit Animation. Die Datei heruntergeladen, ziehen wir diese einfach per Drag and Drop in unser vorher eingebundenes Laufwerk. Sobald die Datei übertragen wurde, wups, meldet sich das Laufwerk komplett ab und verschwindet. Keine Panik, das muss so. Der Bootloader hat nämlich das Firmware-File erkannt und dieses sofort auf dem Pico-Board installiert.
Der gerade beschriebene Vorgang lässt sich beliebig wiederholen, zum Beispiel falls es eine neue Firmware-Version gibt. Der Pico ist nun eine Python-Maschine und kann nur noch seriell mit einer Programmiersoftware kommunizieren. Das wollen wir natürlich tun und wählen im Browser die Homepage des Tony-Editors an, nämlich tony.org. Die Tony-Homepage ist relativ einfach und schmucklos gehalten und bietet uns oben gleich den Download des Tony-Editors an, was wir natürlich sofort tun. Ist der Tony-Editor heruntergeladen, starten wir mit einem Klick die Installation. Bei mir ist er natürlich schon installiert, daher muss ich das nicht wiederholen. Wenn der Tony-Editor, von jetzt ab nur noch Tony genannt, installiert ist, starten wir diesen, falls er das nicht schon selber automatisch getan hat. In Tony müssen wir den Editor erstmal für unseren Pico konfigurieren, damit Tony weiß, welche Hardware wir verwenden wollen. Tony unterstützt nämlich auch andere Boards, die unter Umständen anders funktionieren. Dazu wählen wir oben unter Tools den Menüpunkt Options, also Optionen. Im dann geöffneten Optionsfenster kann, wer möchte, den gesamten Editor unter Language, also Sprache, auf Deutsch umstellen. Ich lasse ihn erstmal auf Englisch, alles eine Frage der Gewohnheit. Dann gehen wir auf den zweiten Reiter, also Interpreter, und wählen bei der Frage, welches Device oder Gerät wir mit Tony verwenden wollen, natürlich den Eintrag MicroPython Raspberry Pi Pico. Genau den haben wir ja dran. Abschließend müssen wir den COM-Port wählen, also den USB-Port, an dem der Pico angeschlossen ist. Meistens reicht die Voreinstellung automatisches Erkennen bzw. Autodetect aus. Wenn nicht, müssen wir feststellen, an welchem Port der Pico angeschlossen ist. Dafür starten wir unter Windows den Gerätemanager und finden unter dem Eintrag Anschlüsse den Port des Picos. In meinem Fall ist das der Port COM3 und das wählen wir auch in Tony aus. Sobald wir alles mit OK bestätigt haben, sollte sofort in Tony im unteren Ausgabebereich die Meldung MicroPython Raspberry Pi Pico USRP 2040 erscheinen. Was uns sagt, dass Tony das Pico-Board erkannt hat und bereit ist, mit ihm zu kommunizieren. Der Python-Interpreter auf dem Pico ist jetzt bereit, alles zu tun, was wir wollen. Die obere Hälfte des Programmierfensters ist unser Programmierbereich, also dort, wo wir Programme schreiben können. Der untere Bereich dient Meldungen vom Python, die uns das Board mitteilen möchte und gibt uns auch die Möglichkeit, Direktbefehle an den Pico per Python zu senden. Das machen wir auch gleich mal, um die Funktion zu testen. Und geben unten Print Hallo XR Control in dem Format, wie ihr es gerade seht, ein und drücken Enter. Der Python-Interpreter auf dem Pico hat den Befehl entgegengenommen und sofort ausgeführt. Nämlich Print Hallo XR Control, also drucke bzw. schreibe Hallo XR Control, was er ebenfalls sofort getan hat. Er macht jetzt nichts weiter, als auf weitere Befehle oder ein Programm zu warten. Das war es wohl nicht schwer, oder? Damit mir der kleine Pico nicht auf den Tisch hin und her fliegt, aber vor allem im Kamerafokus bleibt, habe ich ihn mit einem Tesastreifen fixiert. Wir setzen eine Schippe drauf und schreiben unser erstes kleines Programm. Bekommt keinen Schreck, ich erkläre gleich, was das mit diesen Zeilen auf sich hat. Wir wollen mal unser Hello World Programm programmieren und die erwähnte LED auf dem Pico zum Leuchten bringen. Nachdem die vier Zeilen eingetippt sind, speichern wir das Programm. Tony fragt uns, ob wir auf dem PC oder auf dem Pico speichern wollen. Wir wählen natürlich den Pico. Geben dem Programm einen Namen, in diesem Fall LED Test 1. Sind wir nicht über das Symbol Datei speichern gegangen, sondern wie ich über den Play- oder Start-Button, wird unser Programm unverzüglich ausgeführt und die LED geht sofort an. Boah! Was passiert in dem kleinen Programm? Die ersten beiden Zeilen heißen Import Machine und Import UTime. Beide Zeilen dürften fast immer in jedem Programm oben stehen. Import Machine lädt ein für uns nicht sichtbares Programmmodul, in dem spezielle Gerätebeschreibungen unseres Pico-Boards enthalten sind. Darüber weiß Python, wie unser Board funktioniert, welches Funktionen es hat und so weiter. In diesem Moment müssen wir darüber nicht weiter nachdenken. Auch nicht über die zweite Zeile, nämlich Import UTime. Hier wird ein weiteres kleines Programm geladen, welches uns die Möglichkeit gibt, zeitliche Abläufe zu steuern, die wir später benötigen. UTime ermöglicht uns die Verwendung von Timer-Funktionen. Import heißt nichts anderes als, hey Pico, lade bitte die Bibliothek Machine und UTime zu unserem Programm dazu. Wo kommen denn diese Bibliotheken Machine und UTime eigentlich her? Nun, diese und viele andere haben wir vorhin mit der Firmware-Datei auf dem Pico geladen und stehen uns von nun an immer zur Verfügung. Falls ich mich an irgendeiner Stelle unklar ausgedrückt habe, können wir gerne über die Kommentare unter dem Film kommunizieren. Stellt einfach eure Fragen. Ich weiß, dass so ein Einstieg in ein neues Thema manchmal kompliziert wirken kann. Die dritte Zeile weist der Variablen LED-Pico die Eigenschaft und Position der LED auf dem Pico-Board zu. Das heißt, der I.O.-Pin Nummer 25 des Pico-Boards soll jetzt ein Ausgang sein. An diesem sogenannten GPIO-Pin 25 hängt nämlich die LED und die muss natürlich
Auf Out, also Ausgang, geschaltet werden, damit wir diese ein- und ausschalten können, wie gerade geschehen. Hier wird aber nur der GPIO PIN 25 definiert. Geschaltet wird hier noch gar nichts. GPIO heißt übrigens General Purpose Input Output. Auf Deutsch also allgemeiner und universeller Ein-Ausgabe-PIN oder Kontakt. Erst in der letzten Zeile haben wir mit LED-Pick.Value in Klammern 1 die LED eingeschaltet. Das heißt, wir haben der Eigenschaft Value der Variablen LED-Pico eine 1 mitgegeben, was den Port 25 einschaltet. Die Schreibweise der Geschichte hat was mit objektorientierter Programmierung zu tun, auf die wir hier noch nicht eingehen. Nehmt erstmal so hin, dass das so gemacht werden muss. Jetzt leuchtet die LED auf dem Pico-Board so vor sich hin. Verrückt wie wir sind, schalten wir die LED wieder aus. Dazu ändern wir nur den Wert, den wir dem Befehl LED-Pico-Value mitgeben. Wir ändern die 1 in eine 0, drücken auf Start oder Play-Button oben. Die Änderung wird auf dem Pico gespeichert und sofort ausgeführt. Die LED geht aus. Natürlich können wir auch beliebige Variablen in Python verwenden, um unsere LED ein- und auszuschalten. Variablen müssen in Python nicht definiert werden. Der Interpreter erkennt selber, ob es sich um Variablen für Ganzzahlen, also Integer, Fließkommazahlen, also Real, oder Textvariablen, also String, handelt. Statt der LED-Eigenschaft nur eine simple 0 oder 1 mitzugeben, machen wir das testweise mal mit den Variablen ein und aus, so wie ihr es gerade im Quelltext seht. Und wie nicht anders zu erwarten, funktioniert auch das, wie es soll. Die LED wird wieder ein- und ausgeschaltet. Um jetzt die LED blinken zu lassen, muss natürlich irgendein Automatismus herhalten, welcher in bestimmten Abständen die LED schaltet, ohne dass wir jedes Mal am Programm irgendwas ändern müssen. Hierfür verwenden wir in Python eine unendliche Schleifenfunktion. Wer bereits mit der Arduino-Umgebung Erfahrung hat, dem wird das Prinzip bekannt vorkommen, nur dass es hier keine Void-Loop-Schleife ist, sondern eine While-Bedingung. In diesem Fall sorgt der Ausdruck while true, also solange die Bedingung wahr ist, dafür, dass der folgende Quelltext endlos wiederholt wird. Welche Bedingung, werdet ihr vielleicht fragen? Obwohl es sich blöd liest und anhört, kann man es damit übersetzen: solange 1 gleich 1 ist, wiederhole alles, was jetzt kommt. Tatsächlich ist der while-Befehl auch noch für andere Dinge gut. Auch hier nehmt das erstmal so hin, dass das so gemacht werden muss, wie es hier zu sehen ist. Um jetzt unsere LED automatisch blinken zu lassen, schreiben wir die Befehle für LED ein- und ausschalten direkt hintereinander, nur jeweils unterbrochen von dem Befehl uTime.sleep in Klammern 1. Jetzt sehen wir auch, wofür wir die per Import eingebundene Bibliothek uTime benötigen. Eine der Unterfunktionen von uTime ist die Funktion sleep. Dieser Befehl sorgt also dafür, dass an dieser Stelle für die in Klammern angegebene Zeit in Sekunden gewartet, also geschlafen wird, bevor die Programmausführung weitergeht. Innerhalb der While-Schleife wird also die LED eingeschaltet, eine Sekunde gewartet, die LED ausgeschaltet und wieder eine Sekunde gewartet. Das war der letzte Befehl innerhalb der While-Schleife und das Programm springt zurück zu dem Befehl, der auf while true folgt. Diesen Prozess tut er jetzt endlos und die LED blinkt von nun an automatisch. Um die Auswirkungen von Programmänderungen zu sehen, muss das Programm jedes Mal auf dem Pico gespeichert werden oder der Play-Button gedrückt werden. Sollte es dabei zu Fehlern kommen, kann ein laufendes Programm gestoppt werden, indem man oben auf den Stopp-Button klickt oder einfach STRG-C drückt. Fehler und Abbruch werden immer im unteren Ausgabebereich von Tony angezeigt. Jetzt testen wir mal die Auswirkungen von Änderungen von uTime.sleep. Wir ändern den Wert von einer Sekunde auf 0,5 und 0,2 Sekunden. Bitte denkt daran, dass bei der Programmierung das mathematische Komma der Punkt ist. Wie ihr seht, ändert sich zwangsläufig, wie von uns befohlen, die Blinkfrequenz. Die LED blinkt schneller. Um der Sache jetzt etwas mehr Ablaufintelligenz zu verschaffen, erweitern wir unser Programm, um der Blinkgeschichte einen anderen Rhythmus zu geben. Die folgende Änderung sorgt mit gleichen Befehlen und etwas anderer Anordnung dafür, dass unsere LED jetzt zweimal hintereinander schnell blinkt, eine Sekunde Pause macht und wieder zweimal schnell blinkt.
Spielt gerne mal mit den Blinkzeiten herum, seht die Auswirkungen oder besser überlegt und versucht mal, die LED SOS blinken zu lassen. Der Inhalt der While-True-Schleife lässt sich beliebig erweitern. An diesem Punkt müssen wir uns mal die intimtechnischen Daten des Pico anschauen. Das ist im Prinzip für uns noch nicht wichtig, aber ich muss es zumindest gezeigt haben. Später benötigt ihr in jedem Fall einige Informationen. Ich habe es schon erwähnt, jetzt gehen wir zur Technik des Picos etwas mehr ins Detail. Für Raspberry selber ist der Pico Neuland. Nicht die Technik natürlich, ein Raspberry Pi 4 zum Beispiel ist wesentlich komplexer aufgebaut. Nein, es geht hier um das Pico-Modul an sich. Hier will Raspberry erstmalig in den Bereichen, die eigentlich von Arduino, Espressive, STM und so weiter beherrscht werden. Sie liefern hier nicht wie bisher im Prinzip einen kleinen Minicomputer, sondern nur eine Mikrocontroller-Platine wie zum Beispiel den Arduino Nano oder so. Raspberry hat auf der Pico-Platine den Mikrocontroller RP2040 verbaut. Das ist Raspberrys Eigenentwicklung und basiert wie viele andere Systeme auf der ARM-Technologie. Wir müssen uns jetzt hier nicht in Diskussion verlieren, ob dieser Pico Sinn hat, ob er besser oder schlechter als andere Systeme ist, wie es einige amerikanische YouTube-Kanäle im Moment ohne Ende tun. Das ist alles nur dummes Blabla. Entscheidend ist, dass hier nicht irgendjemand ein neues System auf dem Markt präsentiert, sondern Raspberry. Allein aufgrund des Namens und der dazugehörigen Reputation wird sich das System verbreiten wie geschnitten Brot und wird einen der oberen Plätze bei den Alpha-Tieren einnehmen. Da könnt ihr sicher sein, ob es jemand gefällt oder nicht, ist dabei völlig irrelevant. Wer die großen Elektronik-Schrittmacher wie Seed Studio, Adafruit, Olimac, Sparkfun, Pirmaroni, Teensy, sogar Arduino und so weiter kennt, erkennt, was die Stunde geschlagen hat. Denn diese setzen den Raspberry Controller RP2040 auf ihren eigenen Boards ein und bringen gerade alle neue Controller-Boards heraus. Chinesische Hersteller können das Board sehr einfach kopieren, was auch erlaubt wäre. Aber ob die sich dann mit einem geringeren Preis positionieren können, darf aufgrund des von Hause aus sehr niedrigen Preises bezweifelt werden. Was natürlich ein wichtiges Argument ist, dass auch ich den Pico jetzt einsetze und ich will jetzt nicht von göttlichen Geboten reden, aber es kommt der Sache nahe. Der Pico wird eine kleine Revolution auslösen und Heerscharen an Entwicklern und Herstellern werden dafür sorgen, dass da was ganz Großes passiert. Bereits in dieser Sekunde gibt es hunderte von Zubehörteilen für den Pico zu erwerben. Alles in den letzten 4 Wochen entstanden. Das Raspberry Pico Modul hat eine Größe von 21 x 51 mm. Dabei ist es ca. 3,6 mm hoch. Das Modul kann direkt ohne Kontakte auf eine Zielplatine gelötet werden oder mit Stiftleisten zum Beispiel auf Breadboards verwendet werden. Das Modul gibt es mit oder ohne Stiftleisten zu kaufen. Mit Stiftleisten kostet es etwa 2 Euro mehr. Der Gesamtpreis liegt im Moment irgendwo zwischen 5 und 12 Euro. Das Modul verwendet den hauseigenen Mikrocontroller RP2040. An Software wird im Moment C++, MicroPython und demnächst auch die Arduino IDE unterstützt. RP2040 heißt so, weil die 20 für 2 MB Flash steht und die 40 für, weiß ich gerade nicht. Muss ich später noch nachreichen. Auf dem Board befinden sich 264 KB SRAM. Beim Einsatz von MicroPython ist das RAM und der Flash-Speicher nicht mehr komplett verfügbar, da der Python-Interpreter natürlich selber auch Ressourcen benötigt. Auf dem Prozessor selber befinden sich 2 MB Flash-Speicher, die für die meisten Applikationen genügen werden. Im Vergleich dazu hat ein Arduino Uno zum Beispiel nur 32K Speicher. Das sind über 60 mal weniger Speicher im Arduino. Allerdings ist der im Arduino mehr wert, da er 8-Bit orientiert ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Zahl 10 beim Arduino 8-Bit Speicher belegt, beim Pico jedoch 32-Bit. Das liegt an der Speicherstruktur. Führt jetzt hier zu weit, das zu erklären, ist im Moment auch nicht wichtig. Andere Anbieter, die den RP2040 verwenden, wie zum Beispiel Adafruit, bringen Systeme heraus, die mit 8 MB Flash Speicher ausgestattet sind. Die sind dann extern auf der Platine als zusätzlicher Chip zu finden. Der Pico hat 26 GPIOs, die uns zum Schalten und Walten zur Verfügung stehen. Sie können wahlweise als Eingang oder Ausgang geschaltet werden. Das schauen wir uns gleich in der Übersicht an. Der RP2040 stellt dem Anwender viele Standardschnittstellen hardwaremäßig zur Verfügung. Serielle Schnittstellen, SPI für Displays, I²C für externe Sensoren oder Module und eine große Anzahl von PWM-Ausgängen, also Pulsbreitenmodulation, zum Beispiel um die Drehzahl von Motoren zu regeln oder Licht zu dimmen. Ein spezieller USB-Controller wurde on-chip verbaut, mit Master- und Slave-Funktionen, damit sich der Pico wie eine Maus oder Tastatur verhält oder jedes beliebige andere Gerät. Er ist damit auch in der Lage, dass man an ihm beliebige USB-Geräte anschließen kann und die ihn sozusagen als PC erkennen. Das bietet enorme Möglichkeiten.
Eine der absoluten Killerfunktionen, und das ist gegenüber anderen Systemen ein enormer Mehrwert, sind die PIO-Funktionen des RP2040, programmierbare Ein-Ausgabe mit 8 Kanälen on Board. Dahinter versteckt sich eine hardwareprogrammierbare Technologie, die in der Lage ist, eigene oder zusätzliche Schnittstellen zu entwerfen, die tatsächlich auf Hardware-Ebene extrem schnell laufen. Schneller als das der eigentliche ARM-Kern des Pico das vermag. Mit 9 Assembler-Befehlen lassen sich die verrücktesten Sachen machen, zum Beispiel eine VGA-Schnittstelle realisieren, aber das Thema ist zwar mächtig, aber im Moment noch zu kompliziert. Soweit ich weiß, stellt der RP2040 dafür 4 eigene Mini-CPU-Kerne zur Verfügung, die völlig autark laufen. Der Pico wird mit 1,8 bis 5,5 Volt versorgt und benötigt nur wenige Milliampere Strom. Intern handelt es sich um einen 3,3 Volt Controller, das heißt die Ein- und Ausgänge dürfen nur mit 3,3 Volt betrieben werden. Für externe Hardware, die mit 5 Volt betrieben wird, müssen dann sogenannte Level Shifter verwendet werden, die aus den eingehenden 5 Volt 3,3 Volt machen. Achtung, 5 Volt direkt an einem der Pico-Pins zerstören den Pico. Das hat nichts mit der Betriebsspannung über USB zu tun, die ja 5 Volt beträgt. Auf dem Board ist nach dem USB-Eingang sofort ein Spannungsregler im Einsatz, der das auf 3,3 Volt runterregelt. Der RP2040 hat intern einen sehr genauen RTC, also Real-Time Clock Counter, also eine Uhr verbaut. Genau wie einen Temperatursensor, der natürlich nicht nur die Umgebungstemperatur ermittelt, sondern in erster Linie die Chiptemperatur des RP2040, was externe Temperaturmessungen zwangsläufig verfälschen würde. Für Berechnungen im Ganzzahlen- und Fließkommaformat verfügt der Pico über eine hardwareunterstützte Beschleunigung. Inwieweit sich das als Verbesserung auswirkt, kann ich im Moment noch nicht sagen. Der Pico verfügt über einen Micro-USB-Anschluss, von dem er die Versorgungsspannung bezieht und mit dem Daten sowohl in Richtung Pico als auch zum PC übertragen werden können. Der Profi spricht hier von einer bidirektionalen Schnittstelle. Der Pico kann aber auch autark mit einer Batterie oder Powerbank oder so versorgt werden. Dafür gibt es spezielle Eingangspins auf dem Board. Was ihr gerade im Hintergrund seht, ist die Grundkombination, die man sich für den ersten Einsatz des Picos zulegen sollte. Damit erreicht man gesteckte Ziele deutlich schneller. Zum einen den Pico selber, klar, ohne den geht's nicht. Dann das Micro-USB-Kabel und die Stiftleisten, um den Pico später auf einem Breadboard verwenden zu können. Am wichtigsten ist aber das Buch vom Raspberry Get Started with MicroPython on Raspberry Pi Pico. Wie der Name vermuten lässt, ist das Buch auf Englisch. Aber es ist von der Lernkurve her auf dem Niveau von unteren Schulklassen verfasst. Also alles verständlich und extrem einfach erklärt. Eine Top-Investition für ca. 15 Euro. Hat man das 136-seitige Büchlein durch, hat man den Pico verstanden, garantiert. Echt gut gemacht. Ich empfehle es allerdings nur von autorisierten Händlern zu beziehen, da aktuell bereits die zweite Auflage erschienen ist. Die erste Auflage wurde komplett vom Markt zurückgezogen, da es sehr viele Fehler enthielt. Erkennen kann man die Neuauflage daran, dass auf der zweiten Seite unten Second Impression steht. Ihr seht jetzt das Pico-Board von oben und von unten und wir schauen uns mal die 40 bzw. 43 Kontakte an, die nach außen geführt wurden. Der RP2040 selber hat tatsächlich 56 Kontakte, die aber nicht alle auf dem Board verfügbar sind. Einige Pins könnten wir ohnehin nicht direkt nutzen. Als erstes kann man feststellen, dass auf dem ganzen Board viele Ground-Pins, also Masse-Pins, verstreut sind. Das ist für spätere Anwendung durchaus von Vorteil. Die Masse-Pins sind die Kontakte 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 und 38. Diese Masse-Pins sind alle gleichwertig, haben das gleiche Potenzial. Die restlichen Pins 1 bis 20 sind alles GPIO-Pins, GPIO 0 bis 15. Diese Pins können wir beliebig als Ein- und Ausgabepins verwenden, ungeachtet ihrer weiteren speziellen Funktionen. Auf der anderen Seite sind weitere GPIO-Pins zu finden, nämlich die GPIOs 16 bis 28, wobei die GPIOs 23 bis 25 fehlen. GPIO-Pin 25 haben wir schon kennengelernt, da hängt unser LED intern dran. Am Kontakt Nummer 30 haben wir den Run-Pin. Dieser löst ein Hardware-Reset aus, wird er mit Masse verbunden. Mir ist im Moment unklar, warum Raspberry eine Reset-Taste nicht von Werk ab verbaut. Die müssen wir uns bei Bedarf selber ranbasteln. Hier ein kleines Bild, wie meine Lösung dazu aussieht. An Pin 35 kann eine Referenzspannung für den Analog-zu-Digital-Konverter angeschlossen werden. Im Allgemeinen verwendet man hier die Betriebsspannung, falls die Genauigkeit dafür ausreicht. Pin 36 liefert 3,3 Volt vom bordeigenen Spannungsregler und ist mit ca. 500 mA belastbar. Hier kann man zum Beispiel auch für die Breadboards nötige Versorgungsspannung rausziehen. Dieser Pin kann über Pin 37 abgeschaltet werden, damit wird dann auch der komplette Pico abgeschaltet. Pin 37, wie soeben bereits erwähnt, ist in der Lage, den kompletten Pico abzuschalten, ebenso jede Hardware, die über Pin 36 versorgt wird.
Pin 39, mit VSIS bezeichnet, liefert 3,3 Volt nach außen, wenn der Pico über 5 Volt über USB oder Pin 40 versorgt wird. Oder kann hier direkt den Pico mit 3,3 Volt speisen. Zum Schluss gibt es den Pin 40, an diesem kann 5 Volt angelegt werden und versorgt den Pico mit Spannung. Dieser Pin hängt mit dem 5 Volt Pin des USB-Anschlusses zusammen. Hier seht ihr jetzt nochmal eine Grafik, die alle Pins mit allen möglichen Funktionen zeigt. Darauf gehe ich in diesem Teil aber noch nicht ein. Zum Abschluss zeige ich noch, wie ich den Pico mit Stiftleisten ausstatte, um ihn breadboard-tauglich zu machen. Eigentlich habe ich euch nicht mal ein Viertel von dem gezeigt, was ich wollte. Es gibt so unglaublich viel zu erzählen und zu zeigen vom Pico, mit dem es einfach Spaß macht, sich zu beschäftigen. Aber der Film ist nun schon wieder 30 Minuten länger als gedacht und ich finde kein Ende. Also beende ich diesen Teil hier. Der nächste Film zum Thema hat wesentlich weniger Theorie, deutlich mehr Praxis. Da werden wir uns anschauen, wie wir Taster einlesen, externe LEDs steuern und mit Displays umgehen. Ich denke, das wird interessant und spannend. Aber alles in allem hoffe ich, bei dem einen oder anderen von euch das Interesse an diesem spannenden Thema geweckt zu haben. Bitte beachtet die Links zu allem, was hier besprochen wurde, unter dem Video. Diese sollten kurz nach Veröffentlichung des Films dort zu finden sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.